Ja, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass man sich ganz bewusst ist, was man tut, also welche Einflüsse das eigene Handeln, das eigene Unternehmen auf Mensch und Umwelt hat. Die Raab Baugesellschaft im oberfränkischen Ebensfeld hat sich schon vor Jahren intensiv mit einer Frage beschäftigt, die jetzt im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wie können wir nachhaltig bauen? Und was bedeutet Nachhaltigkeit in der Baubranche eigentlich? Für diese Fragen haben wir Geschäftsführerin Gisela Raab auf die Baustelle der ambulant betreuten Wohnanlage Neues Wohnen Coburg begleitet. Ja, die Nachhaltigkeit hat ja die drei Säulen. Einmal die Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Und diese drei Punkte sollen ja sehr ausgewogen sein, wobei jedes Projekt immer so andere Schwerpunkte hat. Hier dieses Projekt, würde ich sagen, hat vor allem diesen Aspekt des sozialen Bauens. Wir haben ja hier eine Wohnanlage, die wir bauen von unserer Firma Raab Vision für 24 junge Erwachsene mit Handicap, die hier einziehen werden, in Wohngemeinschaften leben. Drüber ist dann noch Medau, das ist eine Physio- und Logopädie-Praxis. Und dann haben wir noch 4 freie Wohnungen, damit auch Inklusion stattfindet. Nach dem Richtfest im September 2020 laufen aktuell noch die Verputz- und Ausbauarbeiten. Die große Einweihungsfeier ist für Oktober 2021 geplant. Damit das inklusive Wohnprojekt so überhaupt umgesetzt werden konnte, wurde es finanziell über das Social Impact Banking der Hypo Vereinsbank unterstützt und im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogramms gefördert. Bei sozialem Wohnungsbau spielen natürlich die Finanzen eine große Rolle, dass es auch wirtschaftlich funktioniert, wie bauen wir, dass es auch bezahlbar wird. Bezahlbarkeit und intelligente Wohnkonzepte, die eine flexible Nutzung ermöglichen und das gesellschaftliche Zusammenleben stärken, zeichnen auch weitere nachhaltige Bauprojekte der Raab Baugesellschaft aus. Wie etwa Flexi-Wohnen, das in unmittelbarer Nähe der inklusiven Wohnanlage möblierte Appartements und Wohnungen für Berufstätige, Pendler, Studenten und Azubis zur Verfügung stellt. Mit verschiedenen Gemeinschaftsräumen für Kochen, Lernen und Freizeitgestaltung. Es wurden aber auch ökologische Aspekte beim Bau mit bedacht. Zum Beispiel mit einem Blockheizkraftwerk. Bei Neues Wohnen Coburg wird mit Pellets geheizt. Hier wird außerdem auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Das Thema Energieeffizienz beschäftigte die Raab Baugesellschaft insbesondere beim Bau der Energiespeicherhäuser Herzobase in Herzogenaurach, ein Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Nürnberg. Hier entstanden 8 Reihenhäuser mit einem Höchstmaß an technischer Ausstattung. Also Ziel waren ja Energieeffizienzhäuser 40+ zu bauen und das große Ziel dahinter war zu zeigen, dass wenn 80 zusammentun und gemeinsam die Energie erzeugen und verbrauchen, es sehr viel effektiver wird, die Energie zu speichern, zu nutzen. Für ein 5-jähriges Monitoring wurden in den Wänden der Reihenhäuser insgesamt 250 Temperatur- und Feuchtesensoren verbaut. Die bisher erhobenen Daten bestätigen das Forschungsziel. Durch die unterschiedlichen Lebensrhythmen der Eigentümer kann die Energie, welche durch 2 geothermische Wärmepumpen und eine großflächige Photovoltaikanlage erzeugt wird, maximal effizient genutzt werden. So lässt sich der Gebäudekomplex größtenteils energieautark betreiben. Wir haben ja immer wieder Rücksprache mit den Eigentümern, haben auch demnächst eine große Videokonferenz. Und die sind ja auch sehr technikaffin, die Käufer, die dort gekauft haben. Und die sind also sehr begeistert. Die haben Energiekosten im Jahr inklusive Haushaltsstrom von 250 Euro pro Reihenhaus. Die Energiespeicherhäuser sind, wie auch alle anderen nachhaltigen Bauprojekte der Firma Raab, Ziegelbauten. Für die Zukunft setzt die Raab Baugesellschaft ebenfalls auf Ziegel, und zwar auf den ersten klimaneutral erzeugten Ziegel von Schlagmann Poroton. Dass wir wirklich jetzt nochmal einen großen Schritt machen und für alle 9 Objekte, es stehen 7 in den nächsten Jahren auf dem Auftragskalender, nur klimaneutrale Ziegel von Schlagmann verwenden als Außenhülle, um eben unseren Beitrag zu leisten. Wir finden, es ist eben ein sehr guter Baustoff, auch was das Thema Rückbau und Recycling bedeutet.
Nicht nur bei der Gebäudehülle, auch im Innenraum achtet Gisela Raab auf Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. Verwendet umweltverträgliche und schadstofffreie Materialien, sodass auch Allergiker in den Räumen wohnen können. Was wir festgestellt haben bei den wohngesunden Baustoffen, dass die auch viel umweltfreundlicher hergestellt werden, weil man verzichtet auf künstliche Bestandteile und die Entsorgung spielt natürlich dann auch eine große Rolle. Je künstlicher der Baustoff, desto schwieriger ist er zu entsorgen. Ich denke, gerade Handwerksunternehmen unterscheiden sich ja oft von kaufmännisch geführten Bauträgerunternehmen, dass man ganz nah an den Bauprodukten, an den Baustoffen ist, dass wir eben als Handwerker auch wissen, was gutes Bauen ist.